Hi, ich bin Martina und arbeite als Reporterin für den Albiger Radiosender. Mein Chef hatte eine tolle Idee, ich sollte zum Thema Advent eine Umfrage machen. Jetzt kann ich hier in der Kälte rumstehen und womöglich viele Leute interviewen. Das ist mir aber einfach zu kalt hier draußen. Also los, die Jugendliche, die schnappe ich mir. Hallo, darf ich dich mal etwas fragen? Entschuldigung, darf ich dich etwas fragen? Hast du mal einen Moment Zeit für mich? Hä? Wonach duftet für dich die Adventszeit? Boah, echt, im Moment riecht es eher nach Stress von meinen Eltern. Die ärgern sich total. Aber meine Freundin, die ist echt cool. Sie hat mir einen Adventskalender gebastelt mit 24 Türchen. Und da sind so leckere Sachen drin. Da duften die Gewürze und die Schokolade echt so toll, dass sie sich so viel Arbeit für mich gemacht hat. Das ist so schön. Ja, ich glaube, so duftet für mich die Adventszeit. Da vergesse ich sogar den Stress von zu Hause. Irgendwie freue ich mich trotzdem auf die Weihnachtszeit. Herzlichen Dank. Oh, mir ist einfach zu warm. Ich muss mir meinen Mantel ausziehen. Okay, dann schaue ich mal weiter. Ah, da sehe ich ja jemanden. Hallo, darf ich Sie mal was fragen? Ich komme vom Albiger Radiosender und wir machen eine Umfrage. Was wollen Sie denn? Ich bin im Stress. Schließlich ist bald Weihnachten. Wonach duftet für Sie Advent und Weihnachten? Für mich? Mal ehrlich, für mich duftet das im Moment nach einer Menge zusätzlicher Arbeit. Mit den Kindern lernen. Kinder, zankt euch nicht. Wie oft soll ich euch das noch sagen? Einkaufen gehen, Geschenke einpacken, das Weihnachtsessen planen. Und die Wohnung soll ja auch noch sauber sein. Ich weiß manchmal gar nicht, wo mir der Kopf steht. Kinder, nicht das Porzellan anfassen. Aber wenn ich an meine Kinder denke, die glänzenden Augen, wenn sie backen, der Kerzenduft, der Punsch, die schönen Weihnachtslieder, ja, dann duftet es für mich nach Weihnachten. Das klingt ja schon mal ganz gut. Vielen, vielen Dank. So, jetzt schauen wir einfach mal weiter. Oh, wer läuft denn da? Ein Mensch aus früheren Zeit, den muss ich unbedingt interviewen. Hallo, hallo, ich möchte Sie gerne etwas fragen. Ja, was möchten Sie wissen? Wonach duftet für Sie der Advent? Ich bin ein Hirte vom Krippenspiel und für mich duftet der Advent nach Hoffnung. Wir Hirten waren in früherer Zeit arm und rechtlos und unsere Welt war dunkel, wie das heute auch noch bei vielen armen Menschen ist. Deshalb duftet für mich Weihnachten nach dem Stroh der Krippe und hat Stallgeruch. Denn wir einfachen Menschen durften als Erste das Jesuskind besuchen. Auch heute dürfen alle zur Krippe kommen. Mit allem, was ihr Leben schwer macht und mit allem, was sie freut. Wow, so habe ich das auch noch nie gehört. So, jetzt bin ich aber gespannt, ob wir noch jemanden fragen können. Hallo, darf ich Sie etwas fragen? Ich bin vom Albiger Radiosender und wir machen eine Umfrage. Oh, das ist ja interessant. Was möchten Sie denn gerne wissen? Wie riecht für Sie der Advent oder die Weihnachtszeit? Advent. Advent hat viele Düfte. Zum Beispiel riecht es nach Äpfel, Nüssen, Orangen, Lebkuchen, Zimt und ein paar Tannenzweige. Also, als Seniorin möchte ich, dass Advent, Weihnachten nach Frieden, Wärme und Liebe duftet. Durch das Jesukind kam Gott selber in unsere Welt. Und wenn wir das glauben, dann wird es ein Weihnachtsfest ganz nach unserem Geschmack. Meine Nachbarin hat mir einen weißen Korb mit Nüssen, Äpfeln, alles Wunderbare, was nach Advent duftet, vor die Tür gestellt. Das ist Liebe. Ja, das ist Liebe. Gucken Sie mal, ich habe das auf dem Foto. Gucken Sie mal. Oh, sehr schön.
das duftet nach Liebe und Advent. Ich danke Ihnen ganz herzlich und zurück ins Funkhaus.